Türchen 2 des Freiko Weika wird geöffnet vom Getränkehandel Mirisch. In diesem Video sprechen wir mit Inhaber Alexander Frenzel. Lieber Alex, als ich im letzten Jahr gefragt habe, wer sich dem Freiko Weika anschließen möchte, also als Veranstalter ein Türchen bieten möchte oder als Gast einfach vorbeikommen will, wer das interessant findet, weiß ich noch genau, warst du der Erste, der gesagt hat, ich bin dabei. Und du hast unter diesem Beitrag dann noch ein paar Leute markiert, was ich super fand, die vielleicht auch Interesse haben konnten, die sich auch gemeldet haben, mit denen ich zusammengekommen bin und die dann teilweise auch am Freiko Weika mit teilgehabt haben. Meine Frage, warum hast du das überhaupt gemacht? Also was hat dich dazu veranlasst zu sagen, hey, ich mache sofort mit, ohne zu wissen, wo es ganz genau hingehen wird und wie es ganz genau ablaufen wird? Ja, also ich fand das die Idee einfach klasse, dass man was macht von Freitaulern für Freitaulern. Sehr individuell und kleinteilig, ne? Gerade in der Weihnachtszeit eben. Und das fand ich einfach eine ganz tolle Sache und das müsste ich eben einfach unterstützen. Das war klasse. Erstmal vielen Dank dafür. Deine Veranstaltung ist ja der Raschelberger Winterzauber gewesen. Und das müssen wir an der Stelle sagen, der hätte ja ohnehin stattgefunden. Für die Zuschauer und Interessierten nur kurz die Erklärung. Also das war so gewesen, dass wir schon versucht haben, so viel wie möglich Veranstaltungen im Dezember neu zu schaffen, denn es sollen ja an 24 Tagen tatsächlich Veranstaltungen stattfinden. Und so sind viele kleine individuelle Sachen entstanden, wie zum Beispiel auch an ungewöhnlichen Orten. So haben wir eine musikalische Lesung gemacht in einem Friseursalon oder im Kundendienstbüro einer Versicherung eine musikalische Veranstaltung durchgeführt oder in einem Immobilienbüro gebacken mit Kindern. Aber es gibt eben auch Veranstaltungen, die sowieso schon stattfanden und man muss ja keine Konkurrenz bilden und noch mehr schaffen als unbedingt notwendig. Und deswegen sind wir vom Freiko Weika dann so haben die diesen Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, wir bewerben natürlich auch gerne Veranstaltungen, die es einfach schon gibt. Und deine Veranstaltung wird es ja dieses Jahr also auch wieder geben. Du bist auch wieder Teil des Freiko Weika, Türchen Nummer 2. Ich vermute, es hat dir so gefallen, die Zusammenarbeit, oder wie kommst du, dass du jetzt dieses Jahr auch wieder mit dabei bist? Natürlich, also ich kann das natürlich einfach nur fördern, ne? Und es bietet sich natürlich an, wenn wir die Veranstaltungen auch jedes Jahr wieder machen, immer wieder ein bisschen anders, mit anderen Angeboten, ne? Dass man das natürlich fortsetzt. Ja. Ne? Und das sind wir natürlich an der Stelle auf jeden Fall wieder mit dabei. Das freut mich ganz sehr. Was wird es denn zu sehen geben? So einen ganz kleinen Ausschnitt vielleicht. Naja, wir haben dieses Jahr auch wieder den Besuch des Weihnachtsmanns und eines Überraschungsgastes, den ich allerdings jetzt noch nicht nennen möchte. Ich weiß aber, dass er kommt, glücklicherweise. Ja, wir haben dieses Jahr ein bisschen umgebaut. Wir hatten letztes Jahr ja hier ein Zelt draußen stehen, was wir dieses Jahr weglassen. Dafür aber den alten Laden als Scheune umbauen, wo es dann Kunsthandwerk, also Holzkunst wird es da geben. Einen, der baut aus Paletten Möbel und andere Sachen und dann Holzschnitzereien. Wird es geben, dann, das ist dann beheizt, da können sich auch die Leute, gerade die Älteren, ein bisschen aufwärmen, wenn es draußen zu kalt ist. Dann haben wir den Ausschank größer gestaltet, haben diesmal für die Glühweinangebote richtige Profi-Anlagen zum Ausschenken angeschafft, damit es flüssiger läuft. Ne? Ja, die Bäckerei Langholz ist wieder mit dem Boot, mit Kräppelchen und schokoladisierten Früchten, sagt man, ja. Ja, und dann haben wir wieder den Smoker Joe, da macht er wieder das Bulletburg, ja, und den, die Ronaldsfeldküche, die wird es auch wieder geben, mit Steaks und Bratwürsten und wahrscheinlich Feuerfleisch oder so. Ja. Also ein reichhaltiges Angebot, was ja sicherlich auch wieder gut angenommen werden wird. Letztes Jahr war ja der Hof voll. Ja. Wir haben sicherlich nebenher jetzt schon ein paar Fotos mit eingeblendet, so vom letzten Jahr, dass man einen Eindruck bekommen kann. Eine Sache haben wir noch, in diesem Jahr arbeitet ja der Freiko Weika mit der Carlycard zusammen. Das heißt, da gibt es dann Vergünstigungen an dem Tag oder vielleicht sogar kleine Geschenke. Was gibt es bei dir gegen Vorlage der Carlycard? Da gibt es einen Kinderpunsch für die Kinder, natürlich. Wenn es kalt ist, ist natürlich das schön sehr angenehm. Ne? Und da werden wir für jedes Kind einen kostenlosen Kinderpunsch zur Verfügung stellen. An der Stelle nochmal recht herzlichen Dank für dein Engagement, dass du mit dabei bist, dass du uns ein Türchen im Freiko Weika bietest. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann sehen und bis dahin alles Gute. Ja, Dankeschön.